Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich dachte gerade, die Frage, die jetzt kommt, das wäre nämlich schön gewesen, ob die heißt Strömungspumpe oder Wasserdurchsatz, nein, weil da hättest du eine tolle Antwort drauf gegeben. Machen wir Strömungspumpe und dann werde ich das so umlagern. Okay, hallo, herzlich willkommen. Die Frage kommt von Dieter, Strömungspumpe im Teich. Hallo zusammen, ich würde gerne eine Strömungspumpe an meinem Teich anbringen, weil der Schmutzabtransport über den Bodenablauf nicht sehr gut ist. Meine Frage, welche Pumpe, Rohrpumpe in Klammern, wo und wie wird die Pumpe angebracht, nur im Teich oder über den Filter? Ich habe einen einfachen Mehrkammerfilter. Vielen Dank im Voraus und weiter so mit Ihren Blogs, einfach super. Ich bin großer Fan. Viele Grüße, Dieter. Ja, lieber Dieter, vielen Dank für die Frage. Strömungspumpe, insbesondere dann, wenn die Teichform recht kompliziert ist, dass sie also nicht einfach durchströmt werden kann, empfiehlt sich auf jeden Fall. Und so wie du auch schreibst, der Schmutzabtransport funktioniert in nur leicht oder schlecht durchströmten Teichen schlichtweg nicht oder nicht gut. Zumindest gibt es immer wieder tote Ecken, wo sich der Schmutz im Teich dann ablagert, sedimentiert und nicht zu den Bodenabläufen transportiert wird. Ideal ist natürlich immer, wenn man eine einfachere Teichform hat, weil bei einer einfachen Teichform und einer Wasseraustauschrate von einmal pro Stunde kann man es eigentlich immer so realisieren, dass die Wasserumwälzung schon alleine reicht, dass ausreichend Strömung im Teich vorhanden ist und der Schmutz dann auch zum Bodenablauf geht. Ja, was für Strömungspumpen sind zu empfehlen? Das hängt jetzt ganz klar davon ab, wie gut ist dein Algenmanagement, wie viel machst du gegen die Algen, wie stark ist das Algenwachstum bei dir? Und da kann man ganz einfach sagen, eine Rohrpumpe, also ein Rohrpump muss man aufpassen, da gibt es verschiedene Typen. Oftmals werden im Handel wirklich so üble Nachbauten angeboten, die sehen zwar aus wie eine Rohrpumpe, haben unten einen 110er Abgang, aber im Pumpenkörper unten ist eine ganz normale Radialverdrängerpumpe drin, mit einem zwar offenen Laufrad, aber im Laufrad, das relativ leicht verstopfen kann. Und kommen dann Algen und gehen die in die Pumpe, in diese so-called Rohrpumpe hinein, dann verstopft dieses Laufrad relativ schnell, muss man relativ häufig sauber machen. Das ist also wirklich ein übles Plagiat von der tatsächlichen Rohrpumpe. Die tatsächlichen Rohrpumpen kommen zum Beispiel von der Firma Linn. Linn Gerätebau, einfach googeln, die finden Sie dann. Und das sind sogenannte Propellerpumpen. Das sind also keine Radialverdränger, sondern das sind Inline-Pumpen. Das heißt, das Wasser kommt in der Richtung in die Pumpe rein und wird auch in der gleichen Richtung oder auf der gleichen Achse aus der Pumpe hinaus befördert. Radialverdränger kommt das Wasser von vorne und wird dann quasi nach seitlich weggeschleudert. Die Rohrpumpen bauen zwar keinen Druck auf, also die sind nicht für Rieselfilter, Wasserfälle etc. geeignet. Die sind einfach gut, wenn es darum geht, viel Wasser und in dem Fall auch viel Strömung ohne irgendwelchen Niveauunterschied zu erzeugen. Und hat man die Möglichkeit, so eine Propellerpumpe unter einer Brücke zum Beispiel unterzubringen oder sonst im Teich, wo man es nicht sieht, man muss sie allerdings gut befestigen, sonst fängt die nämlich das Rotieren um die eigene Achse an, dann kann man da wirklich mit extrem wenig Energieeinsatz eine wahnsinnige Strömung erzeugen. Man muss auch aufpassen, dass die Fische nicht zu viel Strömung bekommen. Das hat Olli Rogisch mal gezeigt, dass das geht. Die Karaschi sind zwar alle auf 80 cm gewachsen, sahen aber dann irgendwann aus wie Dartpfeile. Die haben sie dann binnen Kürze, als sie dann über eine Auktion verkauft wurden, in ihren neuen Teichen erholt und haben auch Fett. Die waren dann froh, so wow, kein Profisportler mehr, kein Bock mehr auf den Scheiß. Ist tatsächlich so. Wenn man den Teich neu baut oder wenn man die Möglichkeit hat, dass man im Teich wegen mir nochmal, keine Ahnung, einen Mittelflächenabzug einbaut. Ich würde keinen Bodenablauf dazu nehmen, wenn es rein von der Strömungspumpe geht, dass sie also keinen Dreck ansaugt oder nicht viel Dreck ansaugt, der dann durch die Strömungspumpe in der Filterkammer verwirbelt wird und dann wieder im Teich befördert wird, sondern dann über einen Mittelflächenabzug und dann im Teich auch entsprechend wieder einen Ausgang. Da kann man, wenn man schöne 150er oder 100er Rohre nimmt, kann man auch mit einer, die Linnpumpen gibt es übrigens auch trocken aufgestellt, kann man auch eine trocken aufgestellte Strömungspumpe nehmen, was vielleicht manche bevorzugen. Also auch das geht, das ist natürlich die schönere Variante, weil man keine Technik im Teich hat und nur muss man halt dran denken, man braucht dann zwei Wanddurchbrüche, Wanddurchgänge, einmal zur Pumpe, einen Seitenflächen-, Mittelflächenablauf, den relativ weit oben und dann natürlich wieder zurück in den Teich. Bei dem Mittelflächenabzug muss man dann auch darauf achten, dass auch ein schöner Domdeckel drauf ist. Da vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp. Sie sehen, ich habe wirklich auch jeden Fehler irgendwann mal gemacht. Ich habe da mal einen ganz normalen Bodenablaufdeckel drauf gemacht, habe aber nicht dran gedacht, dass wenn ich über so eine Pumpe nachher 40.000 Liter in der Stunde im Kreis drehen möchte, dass das was ganz anderes ist, wie wenn der Bodenablauf normalerweise im Schwerkraftbetrieb mit 10.000 Litern betrieben wird. Das hatte dann zur Folge,
dass der zwar noch irgendwie 2 Wochen standgehalten hat. Nach 2 Wochen haben mir die Leute gesagt, die Strömungspumpe fördert kein Wasser mehr. Das war auch tatsächlich so, weil was ist passiert? Irgendwann war Materialermüdung, dann hat es den Domdeckel an der Wand durch diesen gigantischen Unterdruck von den 40.000 Litern hat es an die Wand reingesaugt, den hat man auch echt nicht mehr runtergekriegt, solange die Pumpe gelaufen ist. Und dann musste man einen extra verstärkten Ablauf reinmachen. Und man muss natürlich aufpassen, dass wenn man an einer Stelle 40.000 Liter im Teich absaugt, dass es auch für die Fische und insbesondere wenn man mit kleinen Fischen zu tun hat, nicht zu einer tödlichen Ansauggefahr werden kann. Aber Strömungspumpen in komplizierten Teichen und vor allem in Teichen, wo man weiß, dass sich der Schmutz absetzt, irgendwo, wo er sich nicht absetzen sollte, empfiehlt sich auf jeden Fall. Und vielleicht noch auf die letzte Frage, über den Filter, das ist, was ich vorher gesagt habe, wenn man es über die Wasseraustauschrate, also über den normalen Filterkreislauf regeln kann, ist es natürlich der Optimalfall. Aber, und da möchte ich dich davor warnen, Dieter, auf gar keinen Fall auf die Idee kommen und jetzt nochmal zusätzlich 20.000, 30.000 Liter dem Filter, dem Mehrkammerfilter zu entnehmen, weil das würde aller Wahrscheinlichkeit nach deine Bodenabläufe und auch den Filterdurchfluss zum Kollabieren bringen. Also das bringt nichts, diese Strömungspumpen müssen separat laufen. Jetzt falle ich hier gleich vom Hocker. Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Eine. Die Strömungspumpen dann eher am Teichgrund? Die Strömungspumpen, ich habe es immer ganz gerne in den Flachwasserzonen gehabt. Das hängt natürlich dann von der gesamten Teichgeometrie ab. Wie ist er, wo muss man sie unterbringen? Man kann sie am Teichboden anbringen. Weil wenn ich einen sehr tiefen Teich habe und ich bringe sie oben an, bringt es mir ja mit dem Schmutz Abtransport. Doch, das bringt das, weil ja unbedingt irgendwann die ganze Wassermasse sich zu drehen anfängt. Also selbst wenn ich die Strömung oben erzeugt, dreht sich der Boden unten irgendwann. Aber dann muss ich es eher schräg nach unten auch machen oder dass es irgendeine Winkelung hat, ja, dass der Schmutz... Einfach der Wand entlang, waagerecht. Ja, aber nach oben zum Beispiel nicht, weil ich ja dann immer den Schmutz oben, wieder nach oben bringe. Ja. Ja, genau. Wobei der Schmutz ist da vielleicht nicht das größere Problem, als dass ich irgendwann eine riesen Wasserbewegung habe. Okay, Auskühlung dann auch. Ja. Okay. So, gut, ich hoffe, danke. Ausreichend beantwortet. Bis zum nächsten Blog. Danke und ciao, Dieter. Tschüss. Mach's gut. Danke.